Rektorin Ute Wiedemann hat dasselbe Problem wie viele andere Schulleiter auch. Schon jetzt ist klar, dass ihre Grundschule in Altenmünster auf einen krassen Lehrermangel zusteuert. Die Lehrerin der 1b fehlt komplett. So, und jetzt ist der schöne Stundenplan ziemlich leer, aber die Kinder sind immer noch da. Knapp 200 Kinder gehen in Altenmünster in die Grundschule. Viele kommen aus den Ortsteilen mit dem Bus. Einfach so Stunden ausfallen lassen geht nicht. Daher müssen kreative Lösungen her. Hörst du mich? Ja, bin da. Funktioniert Bild, Ton. Dokumentenkamera da? Ja. Ute Wiedemann setzt deshalb auf die gute Technikausstattung der Schule. Über eine Dokumentenkamera kann die Lehrkraft hier zwei Klassen gleichzeitig in den Stoff einführen und Aufgaben verteilen. Die Aufsicht in den Klassenzimmern führen derweil ehrenamtliche Helfer aus der Gemeinde. Mit selbsterdachten Lösungskonzepten konnte Altenmünster schon in Corona-Zeiten einen durchgehenden Unterricht für die Kinder sicherstellen. Dafür gab es viel mediale Aufmerksamkeit. Ausweichquartiere wie das geräumige Vereinsheim der Sportschützen, das jetzt zum Klassenzimmer wird. Bürgermeister Florian Mayer hatte damals Sport- und Vereinsheime für den Unterricht geöffnet. Freiwillige halfen, die Kinder zu beaufsichtigen. Und jetzt müssen Schule und Gemeinde innerhalb von 2 Jahren erneut ran, um Unterricht überhaupt möglich zu machen. Dabei wäre das doch Aufgabe des Freistaats, kritisiert Mayer. Weil wir jetzt eine Situation erleben, die sich eigentlich seit gut 10 Jahren prognostiziert hat. Ja, der Lehrermangel wird seit gut 10 Jahren immer wieder thematisiert. Wir waren jetzt 10 Jahre damit zugange, eigentlich Löcher zu stopfen. Und ich habe so den Eindruck, jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, es ist nicht mehr viel da, mit was wir Löcher stopfen können. Also ich bin selber Papa von 3 Kindern, ja, von daher weiß ich, was los ist, wenn Schule oder auch Kindergarten nicht funktioniert, so wie man es eigentlich gewohnt ist, dass es funktionieren sollte. Die Gemeinde Altenmünster muss sich wieder einmal selbst helfen. Rektorin Ute Wiedemann hofft, dass mit vereinten Kräften die Grundschule so das kommende Schuljahr noch stemmen kann. Das kann man nur überbrücken oder für die Kinder zum Guten wenden. Die sollen ja einen guten Unterricht haben, wenn wir dann Unterstützung bekommen. Und da haben wir viele, die uns dabei helfen und sich immer wieder auch gemeldet haben und gesagt haben, wir kommen wieder, wenn wir gebraucht werden. Kreativität, Gemeinsinn und Durchhaltevermögen. Altenmünster macht vor, wie Schulen aktuell klarkommen können, während in Sachen offizieller Lehrerplanung noch Luft nach oben ist.